Bamberg empfängt Tübingen, das Duell des Tabellenzwölften gegen den Tabellensechzehnten. Und es geht von Anfang an richtig zur Sache. Das erste Viertel ist offensiv geprägt. Und das liegt vor allem auch daran, dass beide Teams von außen treffen, so wie hier Adrian Nelson für die Bamberger. Insgesamt trifft er 2 von 4 Dreier. Zach Copeland, ja, so kann man es machen. 1, 2, 3, der nächste erfolgreiche Dreier. Tübingen allerdings hält dagegen. Wer gedacht hat, dass das hier eine klare Angelegenheit wird für die Bamberger, hat sich getäuscht. Georgios Kalaitzakis insgesamt mit 10 Punkten und Co. spielen munter mit. Dann jedoch kommt der Push am Ende des zweiten Viertels. Bamberg verteidigt besser hier die Easy Points für Nelson und findet immer wieder die Möglichkeit, zu einfachen Punkten zu kommen, so wie auch an dieser Stelle hier Zach Copeland. Letzten 3,5 Spielminuten vor Ende der zweiten Halbzeit nutzt Bamberg perfekt aus. Hier der Dreier von Zach Copeland. Insgesamt trifft er 4 von 14 Halbzeitführungen, 45:39. Und dann, ja, dann heißt es anschneiden. Denn im dritten Viertel legen sie richtig los, die Baskets. Filip Stanic, insgesamt 19 Punkte und 8 Rebounds, wird immer zentraler im Offensivspiel der Gastgeber. Die 20:2 Second Chance Points haben und in der Zone auch super dominant sind. Points in the Paint 46:30 pro Bamberg. Und weil es so schön ist, dann auch noch aus der Corner für 3 Edwin Nelson. Führung mittlerweile zweistellig. 30:18 geht das dritte Viertel an die Gastgeber aus dem Frankenland. Zach Copeland setzt noch einen drauf. Am Ende 24 Punkte und 7 Assists für den Guard der Baskets. Rein ins vierte Viertel und da passiert etwas, was die meisten gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Denn Arthur Kiwimäki und Co. kommen auf einmal wieder ran. Teilweise mit 21 Punkten hinten gelegen, erzählen Kalaitzakis und Co. einen Zähler nach dem anderen und verkürzen auf 11 Punkte. Wunderbar teilweise mit Aktionen wie hier Daniel Keppeler, Backdoor Cut und Dunking. Und auch hier 87:76 nachdem Hernandez den rein dankt. Das Ding ist nur, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt könnte doch noch was gehen für die Tigers. Hier 3 Minuten und 15 Sekunden vor dem Ende. Da kommt dann der Dagger durch Kevin Wohlrath mit dem erfolgreichen Dreier. 90:76 die Vorentscheidung. Und danach, da gibt's was für die Kiste. Achtung, Woodbury auf Stanic. Alley-Hoop, Point Guard auf den Big Man. Wunderbar gespielt, Timing hervorragend. Und damit ist es dann auch durch. 97:76 Bamberg holt den 9. Saisonsieg gegen die Tigers Tübingen. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinem